kein Unternehmen auf der ganzen Welt funktioniert ohne Tape. Und immer wieder was wegschneiden, wieder rankleben, auch den alten Zustand wieder herstellen. Und das macht es irgendwie spannend, weil das irgendwie eigentlich nie aufhört. Man geht dann richtig rein und man verliert halt auch Zeit und Raum. Wir arbeiten oft mit Musik und Kopfhörern. Tape-Therapie. Eigentlich entdeckt man in dem Bild immer wieder neue Sachen. Immer irgendein ein Part ist neu. Wenn man die Dinge abstrahieren muss, kann man sich halt mit dem Material auseinandersetzen.